willkommen zu diesem neuen Video auf dem Ungeschminkt-Kanal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute dreht sich das ganze Video um Me-Time. Wieso braucht man Me-Time? Was macht man überhaupt? Wieso sollte man sich überhaupt mal eine Auszeit nehmen und wovon? Genau, ich hoffe, ihr freut euch immer so wie ich. Und dann würde ich mal sagen, wir starten mit dem Video. Ungeschminkt ehrlich. Ehrlich, echt und frei heraus. So wie ihr, so wie wir. Alle Themen, die euch beschäftigen und euch am Herzen liegen, gibt's bei Ungeschminkt ehrlich. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist auf jeden Fall so, dass es das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause alleine bin oder allgemein nach Hause komme, ich ziehe mir eine Jogginghose an und schminke mich ab. Haare nach oben habe ich ja schon. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen erstmal damit an. Yes! Das Make-up muss auch natürlich ab. Machen wir das jetzt ganz schnell. Also eine gute Frage, die man sich stellen kann, ist zum Beispiel, warum braucht man überhaupt Me-Time? Ich finde, man braucht Me-Time, weil man einfach mal zur Ruhe kommen muss. Man muss sich auch einmal mal Zeit nehmen und sich die Zeit gönnen und sich zum Beispiel mal selbst entspannen. Was mir zum Beispiel super wichtig ist, ist der Austausch zwischen Community und zwischen mir. Und da nehme ich mir super gern voll viel Zeit dafür und bin die ganze Zeit mit euch am Schreiben und Quatschen. Das macht mir so viel Spaß. Aber manchmal brauche ich eben auch mal diese Pause, dass ich mein Handy mal weglege und abschalte und einfach Kraft tanken will. Das ist mir auch mal mega wichtig. Manchmal vergesse ich das auch. Manchmal bin ich so gerne am Handy und vergesse die Zeit und ja, ich finde, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das geht auch nicht nur mir so, anderen geht es genauso. Die sind die ganze Zeit am Handy oder die ganze Zeit am Lernen. Da vergisst man sich selbst dabei und das ist nicht gut. Was für mich zum Beispiel auch mega cool im Me-Time ist, ist einfach Zeit mit meiner Familie zu verbringen und zum Beispiel rauszugehen, mit meinem Hund Gassi zu gehen. Da ist man in der frischen Luft und das ist nochmal was ganz anderes als zu Hause. Da ist nämlich auch eine Welt ohne Social Media. Das finde ich auch mega cool, ob wir zum Beispiel draußen spazieren sind, bowlen gehen, ob ich einfach mal Auto fahre, ob ich einfach bei meiner Oma zum Essen bin. Da ist das nämlich nicht so im Gespräch und mein Handy ist eher im Hintergrund. Und das ist auch Me-Time. Ich komme einfach mal runter, das tut deiner Seele gut, dass es nicht immer erreichbar sein muss. Oder zum Beispiel, wenn ich mit meinem Bruder mal Bock habe, was zu machen, dann gehe ich zu ihm ins Zimmer und ziehe ihm auch mal von seiner Playstation weg, damit er auch mal was anderes sieht. Ich habe ihn sogar letztens gefragt, ob wir Inliner fahren wollen und habe ich ihn wirklich mitgezogen und im Endeffekt hat er dann am nächsten Tag auch gefragt, so, wollen wir heute wieder? Ich so, was? Okay, cool. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Me-Time verbringen kann, ob es mit der Familie ist, ob alleine. Ich zum Beispiel nehme mir eigentlich sehr selten ein Bad und wenn ich mal zu Hause bin und Zeit habe, dann lasse ich mir gerne ein Bad ein, schmeiße eine Badekugel rein oder Badesalz und lasse es mir einfach gut gehen. Danach mache ich mir zum Beispiel eine Maske, höre Musik und. Also da gibt es echt viel. Ob ich mir die Nägel lackiere, ob ich mich mal eincreme. Wenn man dann eben die Zeit dafür hat, sollte man die auf jeden Fall dafür nutzen. Aber falls ihr mal Zeit habt, lasst euch auf keinen Fall unter Druck setzen. Es gibt so viele Sachen, die man eigentlich nicht machen will und sich dann denkt so, ich muss noch das machen, das machen. Macht das auf keinen Fall. Ihr könnt euch auch einfach ganz gechillt aufs Bett legen und euren neuen Lieblingsfilm gucken oder euer Lieblingsbuch lesen oder einfach eine Playlist anhören. Kommt einfach mal selbst runter, denn das tut euch selbst auch gut. Was zum Beispiel auch so ein Ding ist, ist, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen, wenn deine Freunde dich zum Beispiel fragen, ja, wollen wir heute dahin gehen oder kommst du mit, wir gehen schwimmen oder ins Kino oder feiern. Und meistens sagen wir nicht nein, weil wir eben Angst haben, was zu verpassen, ob die irgendjemanden coolen treffen, ob die Spaß ohne dich haben. Das, so darf man gar nicht denken, weil nach einer anstrengenden Woche will man zum Beispiel auch einfach mal nur chillen und sich hinlegen. Und man darf sich davon nicht fangen lassen, dass man sich so denkt, so nee, aber okay, ich bin zwar K.O., aber ich muss da dabei sein, das ist nicht so. Das ist meistens eh das Gleiche, was die alle machen. Also habt auf keinen Fall Angst, irgendetwas zu verpassen. Man kann jede Party nachholen, man kann alles nachholen und Energie nachholen kann man nicht. Ihr braucht die Energie, ihr gebt sie jeden Tag auf. Und dass ihr euch einmal hinlegt oder einfach mal entspannt, das ist nichts Schlimmes. Es ist eher was Gutes für euch. So, ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso schwer fällt, Me-Time zu machen. Und falls ihr es macht, was macht ihr? Ob ihr euch ein Bad nehmt oder sonst was, schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Abonniert den BB-Kanal, um nichts zu verpassen. Lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!